So, guten Abend, Leute. Die Sterne, Onsager und was war noch der Titel drin? Also mehrere Themen gleichzeitig sollen jetzt in diesem Livestream behandelt werden. Und da ist als Vorbemerkung zu sagen, dass ich ja nicht sehr regelmäßig hier Videos mache oder Livestreams aufnehme. Also zuletzt vor 2 Wochen habe ich hier über Werner Heil das Schöpferische berichtet. Und da stehen jetzt hier nochmal die Bücher. Ne, hier ist der von Werner Heisenberg, der Teil und das Ganze. Und hier ist das noch schönere Buch, Ordnung der Wirklichkeit von Werner Heisenberg. Ja gut, die habe ich ja behandelt und da will ich jetzt gar nicht mehr großartig das erweitern. Ich wollte nur mal sagen, dass dann die Kontinuität ein bisschen verloren geht, wenn man so lange Unterbrechungen hat. Aber ich habe in der Zwischenzeit trotzdem weiter Blogbeiträge verfasst. Und heute gerade habe ich sogar einen neuen Blog gegründet. Der Blog heißt Beiträge zur Wissenschaftsgeschichte. Ich will nämlich so ein bisschen, ich habe eine ganze Menge Blogartikel ja inzwischen geschrieben zur Wissenschaftsgeschichte des 20. Jahrhunderts, zur Geschichte der Naturwissenschaften im 20. Jahrhundert. Und die will ich so ein bisschen sammeln auf diesem Blog, damit da so ein bisschen eine thematische rote Linie erkennbar wird. Und ja, und heute habe ich als ersten Blogartikel einen Aufsatz veröffentlicht über den Nobelpreisträger Lars Onsager. Der ist auch für mich ein sehr schwer einzuordnender Bestandteil der modernen Wissenschaftsgeschichte. Aber genau deshalb, weil es schwer war, habe ich mich damit ein bisschen befasst. So, andererseits habe ich aber in den letzten Wochen auch viel mit der Blogartikelreihe Du bist Sternenstaub zu tun gehabt. So, und jetzt muss ich mir überlegen, womit ich anfange. Ich wollte eigentlich so anfangen, ich war gerade draußen im Winterwald, wollte ich gerade sagen, aber jedenfalls im Schnee draußen. Und wenn man hoch zu den Sternen guckt und wenn man sich eine Zeit lang vorher sehr intensiv mit der modernen Astronomie beschäftigt hat, dann weiß man ja zum Beispiel, guten Abend, Wunschfee Dorothee. Ja, dann weiß man, dass man, dass wir Sternenstaub sind. Das will ich gleich noch ein bisschen darüber philosophieren. Aber vor allem weiß man, dass alle Sterne, die wir jetzt am Wintersternenhimmel sehen, dass die ja verdammt nah an uns dran sind. Die gehören fast alle zu der sogenannten lokalen Blase, in der sich heute unsere Sonne befindet und unser Planetensystem. Und ich habe gerade hoch zum Orion geguckt und zum Siebengestirn. Und dann zum großen Wagen. Und das sind ja ganz eigentlich, das könnte man jetzt noch länger erläutern, das sind ja eigentlich sehr nahegelegene Sterne. Ich meine, es gibt unglaublich, der größte Teil des Universums ist viel, viel, viel weiter weg als diese Sterne, die wir da oben am Wintersternenhimmel sehen. Und auf den ersten Blick kommt einem der Gedanke, ja wieso, warum sehen wir eigentlich die Planeten nicht, die um diese Sterne kreisen? Und warum ist es so schwierig? Warum hat man erst in den letzten 10 Jahren angefangen, überhaupt Planeten nachzuweisen, die rund um andere Sterne sind. Aber daran wird dann auch wiederum erkennbar, wie weit selbst die nächstgelegenen Sterne von uns entfernt sind, dass wir so lange gebraucht haben, bis wir Planeten nachweisen konnten. Und dann wäre es und dann wird natürlich schon die Frage, die zum Beispiel schon den Giordano Bruno umgetrieben hat, ja Mensch, da oben bei den Sternen, da könnte es ja Leben geben, da könnten ja auch Menschen oder bewusste Lebewesen existieren, außerirdisches Leben sein. Mensch, was die wohl alles so erleben und so weiter. Ne? Diese Frage wird dann schon sehr konkret, wenn man sich bewusst macht, wie nah diese Sterne sind und dass wir jetzt allmählich die Planeten, die um diese Sterne herum kreisen, dass wir die allmählich erforschen, immer besser verstehen werden. Obwohl es nicht so ganz einfach ist, erdähnliche Planeten zu finden, das ist auch wieder ein riesengroßes Thema. Also man kommt immer mehr drauf, dass die erdähnlichen Planeten ziemlich selten sind. Man gibt die Hoffnung noch nicht auf, erdähnliche Planeten zu finden. Aber es stellt sich immer mehr heraus, dass die sehr selten sind. Aber das sind alles Riesenthemen, die ich jetzt alle nicht gleichzeitig aufrollen will. Also ich fange mal an. Ich hatte ja, ich glaube, den ersten Beitrag meiner Blogartikelserie Wir sind Sternenstaub hatte ich ja schon referiert. So ein bisschen die Inhalte, ne, dass die Frage aufkommen kann, wie sind denn eigentlich die chemischen Elemente entstanden, aus denen wir bestehen? So, das habe ich, glaube ich, schon in einem früheren Video mal so ein bisschen angerissen, was für
zu was für Gedanken man da kommen kann. Aber jetzt will ich den zweiten Beitrag dieser Blogartikelserie so ein bisschen mal durchgehen, inhaltlich, was da noch alles so drin steht. Also das war eben nach dem Zweiten Weltkrieg, dass man verstanden hat, alle Elemente, die schwerer sind als Helium und Wasserstoff, können nicht gleich nach dem Urknall entstanden sein, weil das Universum sich viel zu schnell ausgedehnt hat und dann nicht mehr genügend Schwerkraft auf diese schweren Elemente zusammenbacken kann. Also musste man sich andere Erklärungen suchen, wie eigentlich die schweren Elemente entstanden sind. Und da kam der Astronom Fred Hoyle kam auf die Idee, die könnten ja in den Sternen zusammengebacken worden sein. Und das ist genau das, was bis heute sich immer wieder bestätigt hat. Also die schweren Elemente sind in den Sternen verbacken, will ich jetzt gar nicht, also in schalenförmigen, also wenn ein Stern brennt, wenn ein Stern sehr groß ist, der verbrennt sehr schnell und dann bilden sich am Ende seines Lebens bilden sich in diesem Stern dann verbrennt Wasserstoff und Helium verbrennen zu Kohlenstoff. Kohlenstoff ist der nächste Stoff schon gleich nach diesen beiden chemischen Elementen. Und von Kohlenstoff werden dann weitere Elemente wie Sauerstoff und Stickstoff gebildet. Alles in dem Stern und das ist schalenförmig nach außen, sodass, wenn wir jetzt heute zum Beispiel zum Schulterstern des Orion gucken, zur Betelgeuse, der ist nämlich schon so ein bisschen rötlich und dort hat das Kohlenstoffbrennen angefangen, deswegen ist der so rötlich. Der rußt also sozusagen. Ich hoffe, dass ich nichts Falsches sage, aber ungefähr so, glaube ich, ist das richtig. So, wer das besser weiß, kann ja mal in den Kommentaren was dazu schreiben. Ich kann Wilhelm Ferdinand mit seiner Frage, ist unsere Welt real? Da kann ich ja nochmal später, ist eine interessante Frage, aber das will ich jetzt nicht gleich am Anfang behandeln. In der Tat ist es ja so, ich wollte meinen Livestream ursprünglich nennen, alles nur Theorie. Ja. Bevor die Welt entstanden ist, hat es nur Theorie gegeben. Ne? Also die Naturgesetze als theoretischer Zusammenhang müssen ja vorhanden gewesen sein, bevor das Universum entstanden ist. Und man kann sich jetzt mal fragen, wenn alles Theorie ist, dann müssten ja jene Forscher, die der Theorie am nächsten kommen, im Wesen dessen, dem tiefsten Innern dessen, was unser Universum ausmacht, eigentlich sehr nahe kommen, denn das ist Theorie erstmal. Das kam ja so ein bisschen, als ich mich jetzt mit Lars Onsager beschäftigt habe, der nämlich einer der bedeutendsten theoretischen Physiker des 20. Jahrhunderts war, obwohl ihn kaum einer kennt. Und wie auf all diese Sachen werde ich gleich noch zu sprechen kommen. Aber jetzt bleiben wir erstmal bei diesem zweiten Beitrag zu meiner Blogartikelserie. Wir sind Sternenstaub und da ist als erste Abbildung gleich die Kinderstube eines künftigen Sternenhaufens fotografiert worden innerhalb der Milchstraße. Das ist der sogenannte Caterpillar, also der sieht aus wie eine Raupe. Und das hat auch schon, also in den Dunkelwolken, es gibt in der Milchstraße, wenn wir die Milchstraße sehen, gibt es ja sehr viele helle Streifen, aber es gibt auch sehr viele Dunkelflächen und das sind Dunkelwolken, da ist sehr viel Gas und Staub und in diesem Gas und Staub, wenn da genug Schwerkraft zum Wirken kommt, dann bilden sich da, kommt es da zur Kinderstube, in denen sich die Sterne bilden. Und es ist sehr interessant, das Allerneueste, was ich entdeckt habe, ist eine Radiosendung gewesen, ein Podcast. Ich glaube, das habe ich in meinem letzten Video auch schon erwähnt, ich glaube, Florian Freistetter erzählt, dass man inzwischen die Geschwister der Sonne sucht in der Milchstraße. Und zwar ist es so, in dieser Sternenstube, da entstehen mehrere hundert oder mehrere tausend Sterne gleichzeitig aus der gleichen Wolke. So. Und die bilden sich in verschiedener Größe, aber die haben alle eine sehr kennzeichnende, sehr ähnliche chemische Zusammensetzung, einen gleichen Anteil chemischer Elemente. Das ist in jeder Molekülwolke wahrscheinlich wieder anders, also in jeder Kinderstube. Deswegen kann man die Signatur der Geschwister unserer Sonne in der Milchstraße wiedererkennen. Und das findet gerade statt, dass man da die Geschwister sucht. Und was mir eben völlig unbekannt war, ist, dass die nächsten Sterne, die uns hier umgeben, 10 Dislikes, was habt ihr für Probleme?
10 Dislikes, keine Ahnung. Ich sehe nur 4 Likes, egal. So, die nächsten Geschwister unserer Sonne, die befinden sich gar nicht in unserer Umgebung. Also die Sterne, die wir jetzt am Himmel sehen und auch die, die wir nicht sehen, es gibt ja viele nahe Sterne, die wir gar nicht sehen, weil sie so klein sind, das sind alles keine Geschwister der Sonne, die stammen nicht aus unserer eigenen Kinderstube, sondern die Galaxie dreht sich ja weiter und wir sind in einem dieser Galaxienarme drin mit unserer Kinderstube und die Kinderstube hat sich dabei auseinandergezogen. Durch die Drehbewegung der Galaxie, sodass dieser ganze Sternenhaufen, mit dem wir gemeinsam als Sonne und Erde und so weiter entstanden sind, diese ganzen Geschwistersonnen, Geschwistersterne, die verteilen sich jetzt irgendwie streifend, irgendwie so als ein Sternenschweif über größere Bereiche der Milchstraße, wobei das eben noch gar nicht so genau bekannt ist, wo genau die alle zu finden sind, aber man vermutet, dass man die in den nächsten Jahren genauer finden wird. So. Also, und wenn man das weiß, dann weiß man, dann glaubt man dadurch auch eine ganze Menge anderer Sachen neu rauszukriegen. Und zwar viele Gesetzmäßigkeiten der Entstehung unseres Planeten Erde. Ne, der ist ja in diesem Sternenhaufen entstanden, in dieser Kinderstube unseres Sternenhaufens ist ja auch die Erde selbst entstanden gleichzeitig. Diese protoplanetare Scheibe, die sich um die Sonne herum gebildet hat. So dass man also glaubt, wenn man jetzt die anderen Geschwister der Sonne kennt, dass man dann auch über die haben ja vielleicht auch Planeten. Jedenfalls kann man dann verschiedene Sachen sehr viel genauer erforschen, als das bislang bekannt war. So, das sind also die sogenannten Sternentstehungsgebiete. So, naja gut, ich will eigentlich, genau, naja, das kann man alles hier durchlesen. Ich glaube, ich will jetzt diese ganzen Blogartikel, die ich jetzt zum Thema Wir sind Sternenstaub geschrieben habe, nicht so detailliert behandeln. Der dritte Blogartikel heißt, der handelt von den sogenannten Starburst-Galaxien. Und zwar Starburst-Galaxien sind Galaxien, die eine vielfach erhöhte Sternentstehungsrate haben. Also in denen sehr viel mehr Sterne als in gewöhnlichen Galaxien entstehen, neu entstehen. Und diese Sternentstehungsrate, die wird sehr stark beeinflusst durch den Zusammenstoß von zwei Galaxien. Das fand ich so irre, dass man das jetzt weiß. Und man weiß inzwischen auch über die Geschichte der Milchstraße, dass die vor 8 Milliarden Jahren oder vor 10 Milliarden Jahren, dass die da zwei Zusammenstöße hatte mit kleineren Galaxien oder Verschmelzungsvorgänge mit kleineren Galaxien. Und es ist ganz klar, und das weiß man eben inzwischen, wenn solche Zusammenstöße oder Verschmelzungsvorgänge gibt zwischen Galaxien unterschiedlicher Größe, die müssen nicht gleich groß sein. Es reicht ein ganz kleiner Begleiter von einer Galaxie, um dort die Sternentstehungsrate zu vervielfachen. Dass dort, denn es muss ja viel Sternentstehung entstehen, Sternentstehung passieren, damit sich die schweren Elemente in einer Galaxie anreichern können. Denn die können ja nur in Sternen entstehen. Und die Zusammensetzung unserer schweren Elemente in unserem Sternensystem und unserer Erde, die setzen voraus, dass mindestens zweimal Sterne entstanden sind und dann wieder explodiert sind. Also zwei Sternengenerationen müssen entstanden und wieder explodiert sein und ihr Material, der Kohlenstoff und die ganzen schweren Elemente müssen sich verteilt haben, damit man die chemische Zusammensetzung erklären kann, die wir heute in unserem Sonnensystem vorfinden. So, und das scheint mir sehr naheliegend zu sein, dass das sehr stark beschleunigt wurde durch die Zusammenstöße unserer eigenen Milchstraße mit den Galaxien da vor 8 Milliarden Jahren. Denn danach, ne, also dann sind vielleicht zwei Sternengenerationen entstanden und explodiert und danach ist dann unsere Sonne entstanden. Aus dem dann daraus entstandenen Sternenstaub. Das ist so das, wie sich mir die Zusammenhänge ungefähr darstellen, aber ihr könnt euch natürlich, ich will hier eigentlich nur Anregung geben, lasst euch das von Fachleuten sagen, ich bin hier kein Fachmann. Aber ich bin so ein bisschen auch an den philosophischen Implikationen all dieser Dinge interessiert und ich habe sehr viele Blogartikel geschrieben über die sogenannte Monogamie-These. Also jetzt kommt eine sehr steile These von mir. Eine sehr steile These und zwar, also die Monogamie-These ist nicht steil, aber die Monogamie-These besagt, dass dass der größte Teil des Altruismus, den wir im Tierreich sehen, dass der durch Monogamie ermöglicht wird.
Also umso mehr genetisch verwandte Individuen sind, umso mehr helfen sie sich, ganz einfach. Ja. Also Multikulti bringt die Evolution nicht voran. So habe ich mal einen Blogartikel genannt. Das kann man schon bei den Einzellern erkennen. Ne? Der Übergang zwischen Einzeller und Mehrzeller ist immer dort am erfolgreichsten gewesen, wo genetisch eng verwandte Zellen miteinander kooperieren. Wenn man Multikulti-Gesellschaften bildet aus diesen Zellen, also Verbände, wo die nicht genetisch sehr stark miteinander verwandt sind, dann entsteht keine gute Kooperation. Also am höchsten ist ja die genetische Verwandtschaft dann, wenn das Elternteil aller Nachkommen, wenn die immer mit dem gleichen Elternteil zusammen Nachkommen haben. Ne? Das, also durch Monogamie wird die Einheitlichkeit der Nachkommenschaft, die genetische Einheitlichkeit am besten sichergestellt. Und da gibt es ganz spannende Forschung, die eigentlich erst in den letzten 10 bis 15 Jahren richtig durchschlagend geworden sind. Das wäre wieder ein Thema für ein anderes Video, dass die Monogamie Voraussetzung ist für ganz viele Übergänge zu höherer Komplexität in der Evolution. So, und ich finde es ja unglaublich spannend, dass man jetzt in der Astrophysik auch entdeckt, dass die Sternentstehungsrate durch den Zusammenstoß von zwei Galaxien unglaublich erhöht wird. Also es ist ja fast so, als Wolke unter Wäldern sagen, ja, hier gibt es wiederkehrende Schöpfungsmelodien, so wird das manchmal von der Philosophie genannt. Also das eben, na, ich muss mal gerade gucken, wo ich das selber hier formuliert habe. Es gibt ja ganz tolle Fotos, könnt ihr in dem Blogartikel angucken. Ne? Wenn sich Galaxien küssen, entstehen besonders viele neue kleine helle Sternenkinder. Und Galaxien scheinen richtig gehende Lebenskünstler in den verschiedensten Kusstechniken zu sein. Das kann man sich angucken. Also die unterschiedlichsten Art und Weisen, wie Galaxien miteinander tanzen, miteinander zusammen sich verschmelzen, dann wieder auseinanderfliegen. Also die führen unglaublich elegante Tänze auf. Und das ist ja auch sehr spannend, das ist alles in diesem Blogartikel enthalten, wenn zwei Galaxien zusammenstoßen, dann merken die Sterne selber so gut wie gar nichts davon. Denn die Sterne, die sind so weit, die haben so viel, die sind so viel von so riesengroßem leeren Raum umgeben, dass so ein Zusammenstoß von zwei Galaxien die Sterne selber überhaupt nicht großartig tangiert, wenn es nicht ganz zufällig zum Zusammenstoß von zwei Sternen selber kommt. Aber in der Regel durchdringen die sich gegenseitig, ohne dass die Sterne selber davon besonders beeinflusst sind. So, das heißt also, wenn eine Galaxie keinen Zusammenstoß hat, dann wird die Sternentstehungsrate in dieser Galaxie immer sehr gering gewesen sein. Und das könnte darauf hinauslaufen, dass es heißt, dass in dieser Galaxie niemals Leben entstehen kann, weil nicht genug schwere Elemente da sind. So, das ist ich bin Anthropologe, genau. Was wollen Sie denn hier alles fragen? Nein, ich war nicht in Dresden. Warum? Ich möchte hier einfach nur Wissenschaftsinteressierte auf meinem Kanal haben. Das ist ja wohl offensichtlich, dass dieses Video nichts mit Politik zu tun hat. Ja, gut. Und das ist dann schon mal von YouTube zu beantworten, warum hier nicht Wissenschaftsinteressierte hinfinden und nur politisch interessierte Leute auf meinem Blog und auf meinem Videokanal. Aber das kann ja die Leute, die Suchalgorithmen von YouTube einstellen, mal beantworten. So, also ich kann ja mal hier ein Zitat vorlesen. Es gibt nämlich ein schönes Buch von einem Astronomen, der sich mit dem Zusammenstoß von Galaxien beschäftigt hat. Galaxienkollisionen beginnen als eleganter Walzer in den enormen Räumen und Zeitspannen der Galaxienwelt, schreibt Curtis Struck von der Iowa State University in seiner Monographie zum Thema. Und sie enden wie Paarungen von Gottesanbeterinnen oder wie der Wettbewerb zwischen Firmen, in dem die größere die kleinere schluckt. Also so war es bei Untermilchstraße auch. Ne? In Untermilchstraße findet man Überreste von zwei kleineren Galaxien, mit denen sie vor 4 Milliarden Jahren zusammengestoßen sind. Und das ist auch so, wenn wir heute zum Sternenhimmel gucken, für uns sind die Sterne ja eigentlich das Unveränderlichste, was wir überhaupt in unserem Leben kennen. Ich weiß gar nicht, ich habe das noch gar nicht für mich persönlich zusammengebracht, wie man das einzuordnen hat, wenn man zum Sternenhimmel guckt. Und eigentlich ist das eigentlich das Abbild des Unveränderlichen. Und wenn man aber gleichzeitig von der 10 Milliarden Jahre langen Geschichte unserer Galaxie und unseres Universums weiß, dann sieht man ja, wie viel Dynamik da war. Ich erzähle ja gerade von der Dynamik. Und trotzdem, wir sehen nur Kontinuität. Wir sehen Sterne, die leuchten und leuchten und leuchten und während unseres ganzen Lebens und innerhalb von 1000 oder
fast 10, ja, zumindest innerhalb von 1000 Jahren ändert sich fast gar nichts am Sternenhimmel für die Menschen. Ja, vor 1000 Jahren ist da mal irgendwo eine Supernova entdeckt worden, aber sonst, also es ändert sich nicht sehr viel. Und selbst das Siebengestirn haben die schon in der Bronzezeit genauso gesehen wie wir und solche Geschichten. Das ist doch eigentlich sehr verrückt. Und trotzdem ist das Universum, das so statisch und so unveränderlich uns am Sternenhimmel begegnet, ist es voller Dynamik. Ja. So, gut. Jetzt kommt, und diese Dynamik, da hat dieser Curtis Strzok ein schönes Buch drüber geschrieben und da gibt es auch schöne Besprechungen im Internet drüber. Ich glaube, da habe ich jetzt hier die Zeit zitiert. Das heißt, indem eine Verschmelzung zweier Galaxien miteinander stattfindet. Aber es geschieht noch Erstaunlicheres. So dramatische Folgen, Kollision und Verschmelzung für eine Galaxie hat, ihre Sterne wechseln lediglich das Umfeld. Das ist das, was ich gerade sagen wollte. Im Extremfall werden sie vielleicht in den intergalaktischen Raum geschleudert, bleiben ansonsten aber unbehelligt. Warum, könne man sich klar machen, schreibt Curtis Strzok, wenn man die Maßstäbe in Gedanken so weit schrumpfen lässt, dass ein Stern nur noch so groß ist wie ein Sandkorn. Die Milchstraße hätte dann den Durchmesser der Mondbahn. Also unsere Sterne ist ein Sandkorn, dann ist die Milchstraße, dehnt sich aus bis zum Mond. Aber zwischen ihren sandkorngroßen Sternen befände sich im Mittel 140 Kilometer leerer Raum. Treffen zwei derart lockere Sandwolken aufeinander, ist eine Kollision zweier Körner extrem unwahrscheinlich. Anders sieht es für Gas- und Staubwolken aus. Sie werden bei einer Galaxienkollision in großem Umfang so weit verdichtet, dass sie an vielen Stellen unter ihrer eigenen Schwerkraft kollabieren und neue Sterne entstehen. Deswegen erhöht sich so stark die Sternentstehungsrate, weil diese Sternenstaub, diese Molekülwolken, die werden verdichtet. Das ist der Grund für das viele Blau und Rosa in Bildern interagierender oder frisch verschmolzener Galaxien. Blau strahlen kurzlebige Riesensterne und rosa leuchten Gaswolken, die von deren Ultraviolettlicht beschienen werden. Beides sind charakteristische Phänomene in Sternentstehungsgebieten. Und der Curtis Strzok sagt auch noch weiter, Begegnungen von Galaxien miteinander sind der Schlüsselvorgang für den Bau von Galaxien. Sie geben den Anstoß für die Sternenentstehung und damit für den Aufbau von schwereren Elementen, die die Entstehung von Planeten und Sonnensystemen erlauben. Also das ist der Grundgedanke, den ich hier vermitteln will. So, gut, und diese Galaxienkollisionen, das Universum dehnt sich ja aus, also diese Galaxienkollisionen sind am Anfang des Universums viel häufiger gewesen als heute. Und auch daraus ergeben sich viele Schlussfolgerungen, denn das heißt, wenn also alle Galaxien, die noch nicht die Sternentstehungsrate hatten bislang durch Zusammenstöße, die sie hätten haben müssen, um in sich selbst Leben entstehen lassen zu können, alle diese Galaxien werden in Zukunft immer weniger Wahrscheinlichkeit haben, diese Sternentstehungsrate in sich noch produzieren zu können. Das heißt, die Zukunft des Universums, es gibt ein Zeitfenster, in dem die Entstehung von Leben im Universum besonders wahrscheinlich ist. Am Anfang des Universums war sie sehr unwahrscheinlich. Wahrscheinlich die ganze erste Hälfte oder das ganze erste Drittel der Existenz des Universums konnte wegen verschiedener Gründe gar kein Leben entstehen. Dann gibt es eine Phase, also seit 4,5 Milliarden Jahren, bekanntlich ist es eine ganz gute Zeit, dass Leben entstehen kann. Aber auch nach uns wird die Wahrscheinlichkeit höchstwahrscheinlich wieder sinken, dass überhaupt Leben entstehen kann. Also auch das deutet darauf hin, also es gibt immer mehr Umstände, die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwo im Universum neben uns auch nochmal Leben entstehen kann, konnte oder können wird, dass die immer geringer wird. Aber das soll jetzt auch nicht Thema dieses Videos sein, aber das ist eben ein Teil der sogenannten Astrobiologie, die sich Gedanken darüber macht, unter welchen Bedingungen kann sich denn eigentlich irgendwo im Universum sonst noch Leben bilden. Es gibt nämlich auch innerhalb der Galaxien eine galaktische habitable Zone. Also wenn es zu weit außerhalb der Galaxie ist, ist wahrscheinlich die Wahrscheinlichkeit für Leben gering und im Innern der Galaxie ist es auch zu gering. So, aber das sind alles andere Themen. So, gut, und in dem Zusammenhang bin ich erst darauf gestoßen, was vielleicht, weiß ich nicht, den wenigsten Leuten, die ganzen Zuschauer, ne, die interessieren sich alle nur für Politik. Aus Politik kommt nichts Gutes. Ich kann es nur immer wieder wiederholen, da kommt nichts Gutes. Also müssen wir uns irgendwelchen Bereichen hinwenden, wo Gutes rauskommt.
Und das versuche ich hier durch diesen Livestream gerade zu tun. Also, und jetzt ist es nämlich, man muss auch erst von der Politik richtig gehen, weggeekelt werden, um darauf aufmerksam zu werden, was alles gerade in der Wissenschaft passiert. Also in der modernen Astronomie erwartet man in den nächsten Jahren den Anbruch eines goldenen Zeitalters. Also nichts Geringeres als den Anbruch eines goldenen Zeitalters. Und dieser Anbruch eines goldenen Zeitalters ergibt sich durch die ungeheure Menge an neuen Daten, die gerade gesammelt werden, durch unter anderem durch einen Forschungssatelliten, der Gaia heißt. Also der ist vor 10 Jahren in den Umlauf der Erde gesendet worden, dieser Forschungssatellit Gaia. Und der scannt den Himmel ab. Und da gibt's, wenn man sich mit moderner Astrophysik beschäftigt und so ein paar Blogs abonniert, dann merkt man erst, wie wichtig dieser Forschungssatellit Gaia ist, weil der in allen Bereichen Astronomie für neue Erkenntnisse sorgt. Also da bricht gerade ein neues goldenes Zeitalter an, und ich glaube, es macht sehr viel Sinn, irgendwie in Verbindung zu setzen mit den begeisternden Weiterentwicklungen, die es in der Menschheit gibt. Jetzt aktuell, hier zu unserer Lebenszeit, als sich nur mit den negativen Seiten unserer Zeit, unseres Lebens beschäftigt. Unser Leben ist sehr kurz. Wenn wir uns immer nur mit den negativen Seiten beschäftigen, die es während unseres Lebens so zu beobachten gibt, tatsächlich, es gibt sehr viel, ja, dann ist unser Leben irgendwann vorbei. Und warum haben wir dann gelebt? Wir haben uns also nicht für die tollen Seiten unseres Zeitalters begeistert. Und das ist möglich. Also es ist möglich. Also ich meine, die Wissenschaft, die Forschung, die sprudelt über von neuen Erkenntnissen. Und das ist sozusagen so ein bisschen der Ansatz meines Videokanals jetzt, dass ich diese Botschaft verbreite. So, ergibt sich auch dadurch, dass man eben vergleicht, dass man die Wissenschaftsgeschichte im Zusammenhang, deswegen habe ich den neuen Blog gegründet, Wissenschaftsgeschichte, man muss eben gucken, wie sich unser Wissen entwickelt. Dadurch kriegt man auch eine gewisse Ehrfurcht davor, was wir heute alles wissen, was eigentlich schon die Generation vor uns oder 2 Generationen vor uns überhaupt nicht bekannt war. Also noch während des Zweiten Weltkrieges hat man nicht gewusst, wie die chemischen Elemente eigentlich entstanden sind. Das ist nicht so alt, unser Wissen. Und ich glaube, das Wissen um diese ganzen Zusammenhänge ist noch gar nicht richtig in unser Bewusstsein eingegangen. Es ist auch noch gar nicht von den Philosophen aufgearbeitet worden. Also zum Beispiel, dass der Tod im Leben der Sterne eine so große Bedeutung hat. Also rein, ne? Also chemische Elemente können sich nur, also wir sind Sternenstaub, also Staub von Sternen, die irgendwann mal gestorben sind. Wir sind nur noch, ja, das ist ja der Blogartikel, den ich als letztes geschrieben habe. Wir sind eigentlich nur noch Morast. Wir sind nur noch der Auswurf eines toten Sterns. So. Also, Leben und Tod spielen auch in der Geschichte des Universums schon eine riesengroße Rolle. Also nicht nur in der Evolution, also ebenso wie die Geburt von Sternen durch sozusagen Kollision von 2 Galaxien, wo geradezu eine Monogamie in erweiterter Form unterstellt werden könnte, weil die ja verschmelzen, die bleiben ja dann zusammen meistens, wo Monogamie Voraussetzung ist, um höhere Komplexität entwickeln zu können. Das ist philosophisch von großer Bedeutung. Und genauso ist aber auch also die Befruchtung, ne, die Befruchtung der Galaxien untereinander, dass sie neue Sternengenerationen hervorbringen in großer Vielfalt. Die Erneuerung des Lebens und aber auch der Tod, die spielen beide in der Geschichte des Universums eine riesengroße Rolle. Mir ist von philosophischer Seite kaum ein Autor bekannt, der das irgendwie mal philosophisch zu fassen sucht, welche Bedeutung schon der Tod und das Nichtsein, also das ganze Sein, was wir im Universum finden, ne, die Materie, bewegt sich an einer Grenze zum Nichtsein. Ja, das kann man auf vielen, vielen Ebenen nachweisen. Das ist jetzt hier der Blogartikel, der 4. Beitrag meiner Aufsatzreihe. Ne? Ist es nicht ein geradezu erstaunlicher Umstand, dass der Tod im Leben der Sterne die allergrößte Bedeutung hat? Erst der Tod gebar sogar bei den Sternen das Leben. Schon in der Sternenwelt gilt das Gebot, sterbt und ihr werdet wiedergeboren. Naja, man kann da so ein bisschen, ich hatte das, glaube ich, schon darauf hingewiesen in meiner letzten Videos, dass man da so ein bisschen, ja, also wenn ich mich damit beschäftige, dann komme ich auf solche Sätze. Ich weiß auch nicht. Sterbt und ihr werdet wiedergeboren, aber sterbt, so sprechen die Sterne. Und sie schaffen dabei den Stoff, aus dem wir sind. Wir sterblichen Menschen, wir Wesen aus Sternenstaub. Ein Stern wird alt und kämmlich. Ne? Das sind alte Sterne, aus denen
die den Stoff produzieren, aus dem wir bestehen. Er sinkt in sich zusammen, er gehorcht nur noch den Gesetzen der Schwerkraft. Aber dieses in sich zusammenfallen, dieses Sterben, ne, dieses Altwerden, ja, ich werde langsam alt, ich habe da viele Gründe, auch das mal von der positiven Seite zu sehen, ne, dieses in sich zusammensinken, dieses Dahinwelken, sie bewirken ein noch stärkeres Verbacken von chemischen Elementen im Inneren eines solchen Sterns zu noch schwereren Elementen. Die Jungen kriegen das gar nicht zustande, hier so richtig gute komplexe Elemente, sondern dazu muss man alt werden. Ja, dazu muss man alt und reif werden. Und daraus entspringt später, sehr viel später, Sprudel der Lebendigkeit. Hier auf unserer Erde und womöglich anderswo im Kosmos. Also hier ist auch im Kosmos der Tod, also das Sterben können von Sternen, ist die Voraussetzung dafür, dass das Komplexeres und auch Leben im Universum entstehen kann. Ich kann das gar nicht zum Ausdruck bringen, was für ein tiefer philosophischer Gedanke das ist. Sehen Sie womöglich voller Philosophie die Sterne? Haben Sie womöglich mehr Leben als wir Menschen hier unten auf der Erde? Menschen, Philosophen, die sich Anfang der 1940er Jahre mit einer philosophischen Schau, naja, ich will das mal jetzt überspringen, muss nicht alles hier vorlesen, könnt euch selber durchlesen. Aber auch noch was anderes. Welche immense und geradezu philosophische Bedeutung erhält durch diesen Umstand nun die geradezu einfachste Universalkraft des Universums zugesprochen, nämlich die Schwerkraft, die Gravitation. Ist sie nicht zugleich auch jene Kraft, die einerseits sowohl das Entstehen der chemischen Elemente ermöglicht, die aber dabei in ihrer Kraft so groß werden kann, dass sie Sein in nichts umwandeln kann? Wo passiert das? Frage, hier beantwortet es mir, wenn wir mal hier eine Frage mit meinem Publikum beantworten. Wir sind hier jetzt Volkslehrer Nummer 2, der euch einigermaßen vernünftige Volkslehren hier bringt. Also bitte, Schüler, was war gerade die Frage? Muss ich nochmal selber überlegen. Weiß ich jetzt nicht mehr. Also wisst ihr das? Ach, ihr streitet euch da nur um den Blödsinn rum. Also jedenfalls, die Schwerkraft ist zugleich jene Kraft, die einerseits sowohl das Entstehen der chemischen Elemente ermöglicht, ne, weil sie ja die Sterne zusammenbackt und zusammenbacken lässt, die dabei aber auch so groß sein kann, dass das Sein in nichts umgewandelt wird. Und wo passiert das? Das war meine Frage, habt ihr das inzwischen rausgekriegt? Naja, hier ist keiner, der irgendwie hell ist im Kopf, der hier zuhört. Entschuldigung. So, also jedenfalls sind das schwarze Löcher. Ne? In schwarzen Löchern wird Materie zu Nichtsein umgewandelt. Und gleichzeitig auch in Neutronensternen, sogenannten Neutronensternen, das sind auch, habe ich schon in meinem letzten Video gesagt, in Neutronensternen, das ist nicht mehr Sein, wie wir es kennen. So, also das findet vor unseren Augen statt. Ne? Im Zentrum der Milchstraße ist ein riesengroßes schwarzes Loch und es gibt wahrscheinlich noch viele andere schwarze Löcher, sogar in der Milchstraße. Also Sein und Nichtsein liegen eng beieinander. So, gut. Genau, und genauso auch kleinere Sterne, die ihre letzte Lebensphase durchlaufen haben, die sind dann weiße oder rote Zwerge und die sind eigentlich nur noch erstarrte Sternenevolution. Mit denen passiert für die gesamte restliche Dauer des Universums überhaupt nichts mehr. Also das ist auch dann wiederum, würde ich mal sagen, Sein nicht mehr so, wie wir es kennen, denn es ist total erstarrt. Da findet keine Entwicklung mehr statt, nichts. Einfach nur tote Sterne. So, und alles das ist Voraussetzung dafür, dass höhere Komplexität in diesem Universum entstehen kann. In der Schwerkraft steckt so viel Tod, so viel Tendenz zum Nichts, zum Nichtsein, zum Beispiel in schwarzen Löchern. Und dennoch in dieser Tendenz zum Nichtsein gebiert sich im Widerspiel mit den atomaren Kernkräften der chemischen Elemente, mit der Entzündung ihres Feuers, der Aufstieg zu höherer chemischer Komplexität in diesem Weltall. So, na gut, ich glaube, ich habe es klar gemacht. Sein oder Nichtsein, das ist hier die Frage, mag sich das Sein schon ganz am Anfang seines Seins gefragt haben. Aber wie nobel, wie edel muss Sein sein, wenn es sein eigenes Dasein so ohne weiteres und ohne alle Umschweife sogleich auch wieder so stark in Frage stellen kann, im Nichtsein umwandeln kann. Wozu sein? Um möglichst schnell zurückzukehren zum Nichtsein. Also wer belesen ist, der weiß, dass es ein sehr berühmtes Wort gibt von Sophokles in der Tragödie von dem griechischen, antikgriechischen Dichter Sophokles, in der Tragödie Ödipus auf Kolonos, ein sehr bedeutsames, schwerwiegendes Wort, was auch Friedrich Hölderlin dann als Vorspruch des zweiten Bandes seines Romans Hyperion genommen hat und was wirklich völlig
also wo was Geist aus dem Geist von Hölderlin ist, dieser Sophokles, also wo man sieht, 2000 Jahre fallen in nichts zusammen, weil genau das ist Philosophie, wie sie immer schon, na, vielleicht bei Indogermanen gelehrt wurde. Jedenfalls heißt das Zitat, nie geboren zu sein, Höheres denkt kein Geist. Doch das Zweite ist dies, schnell zu kehren zum Ursprung. Das sind so Orakelsprüche, die man in dem Griechenland, aber das ist eben Philosophie. Ne? Also eigentlich das Höchste ist gar nicht geboren zu sein, gar nicht Dasein zu haben. Aber wenn eben Dasein da ist, dann möglichst schnell zurückzukehren zum Nichtsein. Also das eigentliche Leben, das, was uns Leben gibt, das ist nicht Dasein als Materie, sondern das ist das, was hinter dem Dasein sich eigentlich als Nichtsein verbirgt. So, ich bin hier gerade, aber diese ganze Philosophie, die drängen uns die Sterne richtig gehend auf. So, wo war ich denn stehen geblieben? So, womöglich hätte das Sein nur einen schmalen Tritt vom Wege abgehen müssen und es hätte sich sogleich wieder zum Nichtsein umgewandelt. Dass sich das Sein, das Nichtsein überhaupt gegen die Kräfte der Schwerkraft zum Sein aufschaukeln konnte, in einem von den Physikern seit 1981 inflationär genannten Prozess, es wird das als ein aufwühlendes Geschehen erachtet werden können. Bevor die Schwerkraft das Sein wieder verschlucken konnte, hatte sich das Sein ihr gegenüber, der Schwerkraft gegenüber, schon behauptet, durchgesetzt und entwickelte aus sich heraus Veränderungsmöglichkeiten. Damit das Universum entstehen kann, muss ja ein schwarzes Loch aus sich heraus, ne, explodieren. Also da muss entgegen der Schwerkraft muss eine unglaubliche Kraft entfaltet werden. Aber das will ich jetzt auch an dieser Stelle nicht weiter behandeln. So, jetzt gehe ich in den Blogartikel durch, wie die chemischen Elemente in den Sternen gebrannt werden. Da gibt es das sogenannte Schalen. Da gibt es eine Periodentafel der Elemente, in der verzeichnet ist, wo die Elemente jeweils entstanden sind. Ne? Also einerseits die ersten, die einfachsten chemischen Elemente sind im Urknall entstanden. Aber dann insbesondere Kohlenstoff und Stickstoff sind entstanden in Dying Low Mass Stars, also in kleineren Sternen, in Sternen kleinerer Masse, die sterben. Da entsteht der Kohlenstoff und die schwereren Elemente, die entstehen in großen Sternen, in explodierenden großen Sternen und auch in explodierenden weißen Zwergen. Also das ist eine riesengroße Wissenschaft, allein wie die chemischen Elemente entstanden sind. Und bei vielen chemischen Elementen, zum Beispiel bei Gold, weiß man noch gar nicht, wie es eigentlich entstanden ist. Und da gibt es ganz verrückte und irre Theorien, zum Beispiel, dass zwei Neutronensterne zusammenstoßen und dann explodieren und so weiter. Und dabei dann Gold entstehen kann und so weiter. Also das ist alles, finde ich, hoch, hoch spannend. Und ich glaube, es gibt viel, viel Grund, sich damit viel, viel mehr zu beschäftigen. Ja, Baldur von Schirach, der hat ganz, ganz viel mit Astronomie zu tun, oder? Mit Astrophysik. Eben nicht, ja, ich weiß nicht, was das Erziehungssystem des Dritten Reiches mit der Astronomie gemacht hat, aber so viel ich weiß, ist da ziemlich viel Humbug passiert. Aber egal. So, also Astrologie ist da, hat da eine große Rolle gespielt. Der Baldur von Schirach vielleicht nicht, aber viele andere führende Nationalsozialisten waren Anhänger der Astrologie und zugleich der Welteislehre. Von einem irgendeinem Spinner. Naja, also die hatten mit Wissenschaft nicht sehr viel am Hut. Also da kommt man mit den Nationalsozialisten nicht sehr weit, wenn man sich in einsetzen will mit den modernen, begeisternden Entwicklungen in unserem Zeitalter. So, und dann gibt es noch ein schönes Wort von Georges Lemaître, das ist dieser Priester. Ein katholischer Priester ist das, der als erstes die Urknalltheorie formulierte und zwar ableitete von der Relativitätstheorie von Albert Einstein. Und der hat einen ganz schönen Satz geschrieben, schon im Jahr 1950, der ganz meinem Geist entspricht, weil er eben auch schon sehr voller Philosophie ist. Wir stehen auf einem Haufen ausgekühlter Asche, sehen den verblassenden Glanz der Sterne und versuchen, die vergangene Herrlichkeit aus der Anfangszeit des Universums zu rekonstruieren. Da ist der gleiche Grundgedanke enthalten, nämlich dass die Anfangszeit, der Ursprung viel herrlicher ist als das, was heute ist. Ja, wir sind eigentlich nur noch ausgekühlte Asche.
Und es wäre ja doch vielleicht vernünftig, schnell zum Ursprung zurückzukehren. Und wie kann man es eigentlich am leichtesten? Indem ich mich mit Astronomie beschäftige, mit Astrophysik und indem ich mich mit der Theorie beschäftige, die am Ursprung schon vorhanden war. Darauf will ich ja jetzt hinaus und da will ich das gleich noch ein bisschen, genau, ich glaube, jetzt habe ich also ein paar Inhalte behandelt, die ich noch nicht im Video behandelt hatte. Das ist noch lange nicht zu Ende behandelt, da ist noch ein ganz langer Blogartikel. Aber jetzt gehe ich zu meinem letzten Blogartikel über. Ich habe alle in Grund und Boden gequatscht. Die 14 Zuschauer meines Livestreams trauen sich nichts mehr zu kommentieren. Was sollen sie auch sagen zu Sternen? Haben sich noch nie mit beschäftigt, ich weiß es. Gut, so. Jetzt kommt, und mit dem folgenden Thema habt ihr euch auch noch nicht beschäftigt, Lars Onsager. Das ist ein Nobelpreisträger und Physiker aus Norwegen, ein norwegischer Nobelpreisträger. Er hat gelebt von 1903 bis 1976. Und ich habe das so eingeleitet, also der Aufsatz heißt ein hervorragendes Kunstwerk des Geistes. Und der Lars Onsager war reiner Theoretiker, er war Physiker und Chemiker, aber seine Stärke bestand in reiner Theorie. Und wenn man sich mit seinem Leben beschäftigt, wird einem vielleicht so ein bisschen die Rolle bewusst, die Theorie in der modernen Wissenschaft spielt. Und die muss man sich einfach klar machen als Laie. Ja, ich habe das auch, der Lars Onsager war für mich einer der Zugänge zur modernen Naturwissenschaft. Das kommt jetzt gleich in diesem Blogartikel. Also die Rede ist, ja genau, seine Frau stammte aus Österreich. Er selbst lebte und arbeitete den größten Teil seines Lebens in den USA. Doch auf die Geschichte seiner norwegischen Heimat ließ er nichts kommen. So, und jetzt wird gerechtfertigt, warum ich im Titel meines Livestreams von den Wikingern rede. Denn einmal in den 1970er Jahren kam Lars Onsager nach Konstanz. Es geschah das womöglich im Zusammenhang mit der Nobelpreisträgertagung in Lindau im Jahr 1975. Und dort hat er in gebrochenem Deutsch, das kann man sich anhören im Internet, hat er eine Ansprache gehalten und da hat er auch einen kleinen Vortrag gehalten über die damals aktuellen Theorien zur Entstehung des Lebens auf unserer Erde. Na, das ist der Manfred Eigen und der Lars Onsager, die beiden haben sehr viel miteinander wissenschaftlich kooperiert und der Manfred Eigen hatte ja ganz tolle Ideen zur Entstehung des Lebens auf unserer Erde, der sogenannte Hyperzyklus. Aber gut, das darf in diesem großen Thema, wie ist das Leben auf der Erde entstanden, da hat der Lars Onsager in Lindau einen Redebeitrag gehalten. Übrigens war auch Konrad Lorenz auf der Tagung und auch seine Frau war auf der Tagung und ich glaube, er hat ein Enkelkind dabei gehabt. Also das sind ganz tolle Fotos, die man da findet. So, jedenfalls, aus Anlass eines solchen bedeutenden Besuches war in Konstanz eine kleine Abendgesellschaft zusammengekommen. Allmählich wurde auf dieser die Gesprächsatmosphäre lockerer. Von Seiten einer jüngeren Frau wurde dann ein wenig gar zu viel Kritik geäußert an den Wikingern. Und bei dieser Gelegenheit konnte man erleben, dass der ansonsten so umgängliche Onsager doch auch seine patriotische Seite hatte. Der Gastgeber musste vermittelnd in das Gespräch eingreifen, damit die Emotionen nicht gar zu hoch schlugen. Also man kann sich das wahrscheinlich so vorstellen, ne, die Wikinger, die haben ja sich viel zu Schulden kommen lassen, die haben geplündert und die haben geraubt. So, und das kann man natürlich sehr gut kritisieren, wenn man da jetzt nur Schlechtes über die Wikinger reden will, das ist nicht schwer. Und das war vielleicht in den 1970er Jahren noch einfacher als heute. Und der Lars Onsager, obwohl er eigentlich ein theoretischer Physiker ist, also mit den Wikingern muss er ja nun wirklich nichts zu tun haben. Und obwohl er sein Leben lang in den USA verbracht hat, also die Wikinger, da wollte er nicht, dass über die Wikinger zu viel Schlechtes geredet wird. So der Bericht, bekommen habe über dieses Ereignis. Es war als ein Beispiel dafür erzählt worden, dass gerade die genialsten Wissenschaftler, Künstler und Philosophen, und zu ihnen ist ja Onsager zweifelsfrei zu zählen, da komme ich jetzt gleich noch drauf, nicht selten eine besonders große gefühlsmäßige Verbundenheit zu ihrem eigenen Land und zu seiner Geschichte und Kultur aufweisen. Je nach Standpunkt wird man das nun als eine kleine Schwäche ansehen, dieser großen, genialen Menschen, oder aber als Zeichen wahrnehmen eines womöglich recht geheimnisvollen Wirkens angeborener und überprägungsähnliches Lernen weitergegebener gruppenpsychologischer Zusammenhänge, die noch gar nicht so gut erforscht sind, die sich aber womöglich gerade in den genialsten Vertretern eines Volkes besonders deutlich zu erkennen geben mögen. Also hier ist sozusagen vom Wirken der Volksseele die Rede. Das kann man zum Beispiel an diesem Ereignis mit Lars Onsager kann man das vielleicht aufzeigen, dass die Volksseele in genialen Menschen manchmal sehr deutlich spricht. Werner Heisenberg wäre als ein weiteres Beispiel dafür zu nennen.
aus derselben Generation wie Lars Onsager, aber nun für Deutschland. Oder wenn wir auf frühere Jahrhunderte zurückblicken, habe ich hier nur als Beispiel noch eingefügt, Wolfgang Amadeus Mozart, gibt es doch von Mozart solche Aussagen wie: Was mich aber am meisten aufrichtet und guten Mutes erhält, ist, dass ich ein ehrlicher Deutscher bin. Oder aber, als er sich für deutschsprachige Opern in Deutschland einsetzte, das war am Ende seines Lebens, er hat ja immer italienische Opern geschrieben, das war nur aus dem Zeitgeist heraus, aber er selbst hat sich für die deutschsprachige Oper eingesetzt und das konnte ja dann die späteren, ne, Beethoven und Wagner konnten das ja dann, sind dann nicht mehr auf so viel Widerstand gestoßen wie Mozart noch und deswegen schrieb er da sehr, sehr bösartig in einem Brief, doch da würde vielleicht das so schön aufkeimende Nationaltheater zur Blüte gedeihen. Und das wäre ja ein ewiger Schandfleck für Deutschland, wenn wir Deutsche einmal im Ernst anfangen würden, Deutsch zu reden, Deutsch zu handeln, Deutsch zu denken und gar Deutsch zu singen. So, hier ist so erkennbar, dass der Mozart irgendwo einzuordnen ist, wo er nicht mehr politisch korrekt klingt. Jedenfalls hier. An solchen genialen Menschen wie Mozart, Onsager oder Heisenberg kann man eben aufzeigen, dass die Volksseele, ne, dass die Gruppenpsychologie besonders stark in diesen Menschen spricht. Ich selber war damals 20 Jahre alt, als mir das erzählt wurde, und ich hatte keinerlei inneren Bezug zur modernen Naturwissenschaft. Ich habe sie eher so als etwas Entseeltes angesehen, aber solche Erzählungen von dem Lars Onsager und auch dann habe ich eben Werner Heisenberg gelesen, Der Tal und das Ganze, hier steht es ja, das müsst ihr lesen, das habe ich ja auch schon vorgestellt, ne, da spricht so viel Liebe zu einem eigenen Land, ja. Alle sind ausgewandert, Werner Heisenberg hat die tollsten Stellenangebote in den USA erhalten, er ist nicht gegangen, obwohl er im Dritten Reich in Deutschland nur mies gemacht worden ist von den Nationalsozialisten, obwohl er dann nur auf Widerstand gestoßen ist. Er ist trotzdem in Deutschland geblieben. Das hat damals niemand verstanden, aber die einfachste Erklärung ist einfach, er war halt Deutscher. Ne? Auch zum Beispiel Erich Kästner, heißt er so? Erich Kästner, Emil? Erich Kästner ist ja auch nicht, auch niemals nach ins Ausland gegangen, hat sich auch gegen Widerstände in Deutschland gehalten und auch aus Heimatliebe. So. Und Erich Kästner ist ja auch ein genialer Mann. So, gut. Und ich muss sagen, dass solche Erzählungen, die haben für mich das Interesse an der Naturwissenschaft sehr, sehr stark geweckt damals. Und jetzt geht es weiter. Wer nun war Lars Onsager? Ne? Also ich kannte Lars Onsager auch nicht, der wurde mir damals nur als ein solches Genie dargestellt, aber die Frage blieb bis heute in mir wach, wer ist denn nur dieser Lars Onsager? Und ich habe lange gebraucht, um diesen Blogartikel zu schreiben, weil die Frage schwer zu beantworten ist und man wird gleich sehen, dass ich nicht der Einzige bin, dem es schwer damit fällt. Und zwar, für Physiklaien ist es heute noch schwierig, sich ein Bild von der wissenschaftlichen Leistung von Lars Onsager zu machen. Also ich bin auch ein Laie, ne, ein reiner Laie und ich kann hier nichts über die Physik sagen. Das sollen wirklich andere erklären, aber müsste man mal gucken, ob das irgendjemand für Laien erklärt, was Lars Onsager eigentlich geleistet hat in seinem Leben. Vielleicht bin ich hier der Erste, der das auf YouTube macht. Das umso mehr, wenn selbst bedeutende Physiker abwinken, wenn es sich darum handelt, seine Lebensleistung einer größeren Öffentlichkeit zu erläutern. Ich habe nämlich gegoogelt, Lars Onsager, Nobelpreis. So, da gibt es eigentlich nur zwei deutschsprachige Artikel, einer im Spiegel und einer in der Zeit. Und der Artikel im Spiegel ist sehr, sehr interessant. Und daraus zitiere ich jetzt mal. 1968, der Hamburger Physiker und Philosophieprofessor Karl Friedrich von Weizsäcker, das ist ja nun wirklich kein unbedeutender Mann, das war der engste Mitarbeiter von Werner Heisenberg, ne? Karl Friedrich von Weizsäcker, sonst wegen seiner Kunst gemeinfasslicher Wissenschaftsdarstellung gerühmt, musste diesmal passen. Onsagers Arbeiten seien nur in abstrakter Formelsprache darzustellen. Das ist der Grundgedanke, den ich jetzt hier als zweiten Teil in meinem Video vermitteln will, dass es eben Inhalte gibt in der modernen Wissenschaft, die der Laie kaum verstehen kann. Es ist einfach so. Ne? Es gibt dann die schöne Erzählung von, ne, wer war es denn, Arthur Eddington oder irgendeiner in Großbritannien, der wurde von einem Journalisten gefragt, man sagt, es gäbe nur drei Leute in der Welt, die die Relativitätstheorie von Albert Einstein wirklich verstanden hätten.
Und dann hat der Eddington länger nachgedacht und dann hat er ihm gesagt, ja, warten Sie mal, ich überlege immer noch, wer ist denn eigentlich der Dritte? So, das ist so ein Scherz, der viel in Wissenschafts-, in Sachbüchern über moderne Naturwissenschaft zu finden ist. Also, aber das trifft den Nagel auf den Kopf. Es gibt eben selbst, in der Wissenschaft selbst gibt es dann immer nur ganz wenige, die solches Spezialistentum oder solche hochmathematischen Theorien wirklich vollständig verstehen können und von sich selber sagen können, oh ja, das habe ich jetzt vollkommen und rundum verstanden. Und das waren sicher mehr als drei, was die Relativitätstheorie betrifft und es waren sicher auch mehr als drei, was Onsagers sehr komplexe Theorien betrifft. Aber dieser Blogartikel, damit will ich klar machen, dass das nicht sehr viele sein können, einfach von der Sache her. Also die Theorie, die hinter dem Universum steht und aufgrund die Naturgesetze, die das Universum zu dem machen, wie es ist, diese Theorie ist nicht allen Menschen zugänglich. Ja, das Göttliche, wenn das Göttliche diese Naturgesetze geschaffen hat, hat da Theorien im Hintergrund benutzt. Ja, ja, man kann Mathematik hassen, aber das trotzdem die Natur gehorcht Gesetzen, die mathematisch zu fassen sind. Und das ist überhaupt eine ganz unglaublich spannende Sache und das ist auch gleich schon ein halber Teil der Antwort auf die obige Frage, ist unsere Welt real? Ja, ein Hinweis darauf, dass sie tatsächlich real ist, ist, dass wir in unserem Kopf eine Mathematik ganz aus sich selbst heraus formulieren können. Ne, die Mathematik, dazu brauche ich keine Empirie, um Mathematik treiben zu können. Das ist ja auch sozusagen einer der großen Ansprüche reiner Mathematik, dass man Mathematik nur aus sich selbst heraus aufbaut. Ja, für 1, 2, 3, 4, ich brauche dafür vermutlich, weiß ich jetzt nicht, habe ich nicht zu Ende gedacht, brauche ich da keine Außenwelt. Aber die Wissenschaftler, die Naturwissenschaftler, das ist schon bei Kopernikus oder Kepler oder all die großen Naturwissenschaftler, die waren eben alle erstaunt, dass die mathematischen, dass die Naturwissenschaft über die Mathematik zu verstehen ist. Also, dass die Natur genauso rechnet, wie der Mensch rechnet. Und das ist schon so ein Hinweis darauf, dass die Welt real ist. Denn wenn die Welt genauso tickt wie wir, aber wenn sie es uns nicht gerade einfach macht, dieses Ticken zu verstehen und dass sozusagen nur die höchsten Genies das richtig im tiefsten Innern verstehen können, dann könnte das ja doch ein Hinweis sein, dass da ein Wechselverhältnis besteht zwischen uns, unserer Innenwelt, die für sich selber rechnen kann und der Außenwelt, die genauso rechnet. So, jetzt geht's weiter. Ihr kommt nur mit Schrott hier an im Kommentarbereich, wirklich nur Schrott. Ja, aber gut, so, jetzt geht's weiter. Gut, und jetzt im Spiegel hieß es dann, also Karl Friedrich von Weizsäcker verwies an Professor Josef Meixner, Technische Hochschule Aachen. Der verstehe viel davon. Allerdings, er werde es wohl auch nicht allgemeinverständlich erklären können, meinte Weizsäcker. In der Tat, auch Meixner konnte nur von einem Prinzip des detaillierten Gleichgewichts sprechen oder von einer Beziehung zwischen Thermodiffusion und Diffusionsthermoeffekt. So, dann weiß man natürlich ganz viel, wenn man das hört. Es ist auch so, dass der... ja, ich schimpfe. Na, ja, meine Güte, ich will, was nützen mir Fans? Mir geht es nicht darum, Fans zu haben, guter Bomb Fritz, sondern mir geht es darum, Leute zu haben, die sich, die zeigen, dass sie ein ernsthaftes Interesse haben. Ja. Ja. Ja, gut. Pech gehabt. Ne? Also, man kann ja. Ja gut, ich entschuldigt, aber jetzt muss ich hier wieder zurückrudern, Albert. Ja, ich kann ja auch nicht alles verfolgen, aber ich lese halt hier zum Beispiel den Kommentar, Erhard Landmann, theodische Sprache, dann ist der Name schon Nikola Schauberger. Das ist alles Geschwurle. Ne? Entschuldigung, darauf bezog sich das. So, ich will ja nicht alle beleidigen, es bezog sich jetzt auf Nikola Schauberger und Erhard Landmann. So, nicht die anderen. So, die anderen Fragen sind alle berechtigt, sind nur nicht Teil dieses Videos. So. Ganz ruhig bleiben. Gut, so, jetzt geht's weiter. Also, ja, diese
Kommentare bringen alles ein bisschen durcheinander hier. Da sind zu viele Emotionen drin. Wissenschaft passiert ohne Emotionen, Freunde. Das ist auch eine ganz wichtige Sache, weshalb Wissenschaft so wertvoll ist, weil da keine Emotionen eine Rolle spielen. Da konzentriert man sich ganz allein auf die Sache. Das haben die meisten Menschen, auch heute. Die meisten Menschen sind halt unglaublich weit von der Wissenschaft weg und die verstehen eine Welt gar nicht, in der es Emotionen nicht gibt oder in der die Emotionen eine solche große Bedeutung nicht haben. Zumindest für die wissenschaftliche Arbeit selber. Man sieht ja an der Diskussion über die Wikinger beim Lars Onsager, dass dann doch Emotionen da sein können. Aber Wissenschaft selbst funktioniert in weiten Teilen viel emotionsfreier als viele andere Lebensbereiche des Menschen. Und das ist ein Umstand, der zu begrüßen ist, meiner Meinung nach. Also auf den man sich einlassen sollte. Und den wir brauchen, ja, den wir geradezu brauchen. So. Jetzt geht's weiter. Also, Sie sind schon wieder auf meiner Seite, meine Fans. Einmal lieben reicht, ja. Aber oh gut, Schluss jetzt. Ich will ja. So, jetzt geht's weiter. Aber der Spiegel, interessanterweise, ich halte von dem Wochenmagazin der Spiegel natürlich ganz wenig, aber nach den einleitenden Worten, wo er das gut charakterisiert hat, wie schwer das ist, das Lebenswerk von Lars Onsager zu erläutern, dann findet er doch ganz gute Worte. Und zwar schreibt er hier, dass Energie, beispielsweise die Bewegungsenergie stürzender Wassermassen, ne, von Wasserfall oder was, nicht verloren gehe, sondern sich allenfalls in andere Formen der Energie, im Kraftwerk beispielsweise in elektrische Energie verwandelt, hatte der Schiffsarzt Robert Meyer 1842 als ein Grundgesetz der Natur erkannt. Diesen sogenannten ersten Hauptsatz der Wärmelehre ergänzten die Wissenschaftler hernach immer weiter. Aber alle Berechnungen, die sie über Vorgänge bei der Umwandlung verschiedener Energieformen anstellen konnten, blieben vergleichsweise wirklichkeitsfern. Sie bezogen sich auf Systeme, die in einem Gleichgewichtszustand verharren. Ja, da gibt es ganz viele tolle Bücher. Da gibt es ganz viele tolle Bücher, zum Beispiel von Ilya Prigozhin, die diesen ganzen Grundgedanken klar machen. Die Physik des 19. Jahrhunderts, die konnte sich eigentlich nur mit linearen Prozessen, mit periodischen Prozessen beschäftigen, ne? Also mit sehr einfachen physikalischen Prozessen. Das, was unser Universum wirklich ausmacht, das sind irreversible Prozesse, das sind Prozesse, wo der Zeitablauf eine Rolle spielt und wo die Physik nicht wieder in den alten Zustand zurückkehrt, sondern wo sie an Endzustand gerät, eine physikalische Entwicklung, die durch den Anfangszustand oftmals gar nicht allein erklärt werden kann, ne? Schmetterlingseffekt und solche Dinge. So, und darum geht es jetzt. Und wie kann man da noch den Energieumwandlung theoretisch fassen? Damit war der Onsager beschäftigt. Bei schnell ablaufenden Prozessen der Energieveränderung, wie sie in der Natur vorkommen, etwa bei einem Feuer, ne? Bei einem Feuer ist der Endzustand völlig anders als der Anfangszustand und da ist der Zeitablauf ganz wesentlich. Etwa bei einem Feuer oder bei einer Explosion ließen sich allenfalls der Anfangs- und der Endzustand berechnen. Onsagers wissenschaftliche Tat ist es, auch für den Übergang von einem Gleichgewichtszustand in einen anderen mathematische Formeln entwickelt zu haben, die sich in der Praxis gut bewährt haben, sagt Herr von Weizsäcker. Onsager hatte diese Formeln ursprünglich nur für chemische Prozesse aufgestellt, aber es zeigte sich, dass sie vielfältig anwendbar waren, so in der Halbleitertechnik, in der Biologie und schließlich auch als US-Wissenschaftler ein Verfahren suchten, die Atombombe zu bauen. Also das ist eine sehr allgemeine mathematische Herleitungen, die auf viele verschiedene Bereiche angewendet werden. Da kommt gleich noch ein anschaulicheres Zitat. Ich weiß gar nicht, ob ich das so ausführlich hier noch machen soll. Wie weit bin ich denn jetzt? Eine Stunde habe ich schon geredet. So. Ja, jetzt überspringe ich mal kurz eine ganze Menge in dem Blogartikel. In einer anderen Darstellung, in einem anderen Versuch zu der Onsagerschen Lebensleistung was zu sagen, da ging es darum, den grundlegenden Gedanken zu erläutern, dass die Gültigkeit einer Einsicht nicht dadurch bestimmt ist, wie viele sie wirklich verstehen. Der Nachvollzug der einzelnen Erkenntnisschritte durch andere Menschen kann ein so schwieriger sein, dass er dann nur noch von wenigen erfolgreich begangen wird. Vor allem auch die physikalisch-theoretischen Wissenschaften bieten eine Fülle von Beispielen hierfür. Und das meine ich halt, dieses Bewusstsein ist uns völlig abhandengekommen und wird in der Wissenschaft auch überhaupt nicht vermittelt, dass sich nicht jeder über alles irgendwelche Urteile bilden kann, sondern dass es eben in vielen Bereichen, da muss man eben einfach Fachmensch sein, Fachfrau sein, um da einfach urteilsfähig zu sein, ne? Also
Und das Bewusstsein dafür ist uns in weiten Teilen, jeder glaubt, über alles eine Meinung haben zu können. Ist aber in der modernen Welt so nicht mehr möglich. Die Gültigkeit einer Einsicht wird nicht dadurch bestimmt, wie viele sie wirklich verstehen. Vor allem auch die Physik, es gibt viele Beispiele dafür. Und ich hatte ja schon die Relativitätstheorie genannt und jetzt der Onsager. Aus der Vielzahl sei hier nur noch ein weniger bekanntes Beispiel genannt, das aber für die folgenden Beiträge in diesem Rahmenthema, in dem der Zusammenhang, das da erläutert wurde, wesentlich ist. Es geht nämlich um die Theorie komplexer Systeme. Diese Theorie komplexer Systeme, die aufbaut auf dem Lars Onsager. Nein, ich bin jetzt gar nicht mit. Gute Idee. Ich will nicht immer so schimpfen hier über die Kommentare. Die Theorie komplexer Systeme, die aufbaut, die hervorgegangen ist aus diesen Berechnungen von Lars Onsager, der damit angefangen hat, die ist ja inzwischen sehr umfangreich weiterentwickelt von Hermann Haken, von Ilya Prigozhin, von Manfred Eigen und anderen. Und die macht deutlich, dass die Gesetzmäßigkeiten des Phasenübergangs, immer da, dort, wo Neues entsteht im Universum und im Leben, bei Phasenübergängen, dort sind die gleichen Gesetzmäßigkeiten immer am Wirken und die sind durch Lars Onsager erstmals berechnet worden. So, aus der deswegen ist das so wesentlich für das, um die Evolution und die Kosmologie insgesamt mit einer einheitlichen Theorie erklären zu können. Und das ist die Theorie komplexer Systeme. Aber das wäre wieder mal ein Thema für auch Geschichtsprozesse, ne? Revolutionen, die Prozesse der Meinungsbildung, ne? Die Schweigespirale und so weiter. Das ist alles mit der gleichen Gesetzmäßigkeit, die letztlich auf Lars Onsager zurückgeht, zu erklären. Deswegen ist der Lars Onsager so wichtig. Ja? So, und der hat das nämlich an einem total abstrakten Modell berechnet. Im Jahr 1944 ist dem norwegischen Physiker Lars Onsager die exakte Lösung für den feldfreien Sonderfall des zweidimensionalen Ising-Modells gelungen. Das zweidimensionale Ising-Modell stellt eine regelmäßige Anordnung von Elementarmagneten in einer Fläche dar, deren Verhalten ohne äußeres Magnetfeld von Onsager berechnet werden konnte. Die Onsagersche Theorie stellt eine der höchsten geistigen Leistungen in der Naturwissenschaft dar. Wichtige Ergebnisse dieser Berechnungen konnten erst Jahre später von anderen Wissenschaftlern nachgerechnet werden. Wesentliche Verbesserungen dieser Lösung, wie etwa ihre Erweiterung auf die Situation mit Magnetfeld oder gar auf den dreidimensionalen Fall, sind bis heute noch nicht gelungen. Die außerordentlichen Schwierigkeiten bei der Beschreibung des Ising-Modells rühren von der ungeheuren Vielzahl der möglichen Wechselwirkungen zwischen je zweien der sehr vielen Elementarmagnetchen her. Die Betrachtung des gemeinsamen, kooperativen Verhaltens von winzigen Magneten erscheint zwar auf den ersten Blick nicht sonderlich interessant. Doch ist das Ising-Modell der wohl übersichtlichste Fall der Beschreibung einer Ansammlung von vielen gleichartig miteinander wechselnd wirkenden Untereinheiten. Auch wir Menschen in einer Gesellschaft sind viele gleichartige miteinander wechselwirkende Untereinheiten. Deswegen kann auch das Verhalten der Menschen, so wie es in Gesellschaften passiert, mit den gleichen mathematischen Strukturen beschrieben werden. Seine mathematische Formulierung ist daher fast ohne Abänderung auf die Beschreibung einer Fülle von anderen auf den ersten Blick grundverschiedener Anordnungen von miteinander wechselwirkenden Untereinheiten übertragbar, wie sie zum Beispiel die Moleküle bei den Vorgängen der Entmischung von Lösungen oder des Schmelzens, Kristallisierens, die Molekülsorten bei der präbiotischen Evolution, also das ist der Hyperzyklus, oder die Menschen bei der Meinungsbildung in einer Bevölkerung darstellt. Naja. So, also, es ging um Lars Onsager, um das Ising-Modell. Und ich hatte neulich, also die präbiotische Evolution, der Hypozyklus von Manfred Eigen, oder die Menschen bei der Meinungsbildung in einer Bevölkerung. Ernst Kassierer sagt mir jetzt gerade nicht so viel, kann ich gerade nicht so drauf reagieren. Lieber Herr Bading, wie beurteilen Sie den Ansatz Ernst Kassierers, nachdem jede wissenschaftliche Erkenntnis letztlich auf symbolischer Formensprache basiert? Also der Werner Heisenberg sagt das ein bisschen anders. Wissenschaftliche Erkenntnis ist durch Sprache, also kann nur durch Sprache, also jede mathematisch formulierte Erkenntnis muss in Sprache übersetzt werden. Und dann geht schon die Präzision, die in der Mathematik noch vorhanden ist, verloren. So, also das ist wieder ein anderes Thema. So, jetzt geht es erstmal weiter. Ja, ich habe jetzt eigentlich auch alles schon gesagt, was zu sagen wäre.
Es gibt noch andere schöne Zitate in diesem Blogartikel. Ich habe die spannendsten Stellen immer farbig markiert. Woraus eben erkennbar wird, dass auch die Physiker selber, also es sind vor allem die Physiker selbst, ich meine, in der allgemeinen Öffentlichkeit kennt den Lars Onsager sowieso niemand, aber die Physiker selbst haben einen unglaublichen Respekt vor der Leistung von Lars Onsager. Also die, die ähnlich arbeiten wie er und die, die ähnlich gut arbeiten und die auf ähnlichen Gebieten arbeiten, die haben einen riesen, hier gibt es zum Beispiel einen Lev D. Landau, der sagte, dass während die Arbeiten anderer Theoretiker seiner Generation für ihn keine wirkliche Herausforderung darstellen würden, er sich nicht vorstellen könne, dass er selbst die Onsagersche Lösung des Ising-Modells herausbekommen hätte. Und so haben sich viele, viele geäußert, nicht nur er. Also da gibt es viele, die sich auf dieser Linie äußern. Und das ist der Grund, weshalb der Lars Onsager auch den Nobelpreis gekriegt hat und weshalb er so stark der AI macht so weiter. Ne? Vielleicht könnten Sie uns Ihr Poesiealbum aus der Schule zeigen, wenn wir schon nicht singen. Das sind nur, weiß ich nicht. So, also gut, jetzt kommt Manfred Eigen als Schluss. Der Manfred Eigen ist ja ein sehr bedeutender Nobelpreisträger, den habe ich auch selbst noch erlebt in einem Vortrag an der Universität Mainz. Und der berichtet über seinen, Manfred Eigen hat 1967 den Nobelpreis gekriegt für die Erforschung sehr schnell ablaufender chemischer Prozesse. Da war er sehr weit vorne in der Forschung. Und der sagt in einem Bericht, da hat Anmerkungen eines Preisträgers, der sollte irgendwie was zu seinem Nobelpreis sagen, da hat er geschrieben, in meiner Nobelrede sagte ich den Satz, I am ashamed to receive this prize before Lars Onsager. Also ich bin beschämt, dass ich den Nobelpreis kriege, bevor Lars Onsager den Preis gekriegt hat. Lars Onsager war einer der großen theoretischen Chemiker unserer Zeit. Er hatte eine allgemeine Theorie irreversibler Vorgänge. Irreversibel heißt, sie sind nicht rückgängig zu machen. Die laufen nur in eine Richtung ab, nicht wie ein Pendel, das eben immer reversibel ist, sondern irreversibel, also wie Feuer, das ist irreversibel, ein Verbrennungsvorgang. Er hatte eine allgemeine Theorie irreversibler Vorgänge nahe am thermodynamischen Gleichgewicht erstellt. Die chemische Reaktionsspektrometrie, die experimentelle Methode, für die ich den Preis erhielt, basiert auf Gleichungen, die wir aus Onsagers linearen Ansätzen entwickeln konnten. Onsager, der ungefähr eine Generation älter war als ich, war klarer Kandidat für einen Nobelpreis. Jedoch sein Werk war reine Theorie. Reine Theorie. Und deshalb ist das Nobelpreiskomitee überhaupt nicht auf den Lars Onsager aufmerksam geworden. Überhaupt viele praktisch arbeitende Physiker kennen eben deshalb den Lars Onsager gar nicht. Nach meinem Vortrag kam Arne Tiselius, ebenfalls ein Chemie-Nobel-Laureat und zu jener Zeit Präsident der Nobel Foundation, zu mir und sagte, if you mean what you said about Onsager, you have to write me a letter in which you state clearly that Onsager's theory was important for the development of your experimental methods. Also wenn Sie das auch meinen, was Sie da sagen über Onsager, dann sollten Sie mir einen Brief schreiben, in dem Sie klar zum Ausdruck bringen, dass Onsagers Theorie sehr wichtig war für die Entwicklung Ihrer eigenen experimentellen Methoden. Von oben herab, nein, ich habe keine Lust von oben herab, nein, ach, hört doch auf, was soll die ganze Kommentiererei? Wenn wir uns nicht persönlich gegenüberstehen, wird keine gute Kommunikation zustande kommen. Das ist ein blödes, dummes Zerreden, was hier in dem Live-Chat passiert. Ja? Und das soll dazu führen, dass man keine ernsthaften Gespräche miteinander führen kann über online. Ne? Da gibt's Leute, die dieses Interesse haben. Das ist bekannt, ne? So, ich habe diesen Brief geschrieben und Onsager bekam im darauffolgenden Jahr den Nobelpreis für Chemie. Also das ist, auf Manfred Eigen zurückzuführen, dass Lars Onsager überhaupt den Chemie-Nobelpreis bekommen hat. So, aber der Grundgedanke war, den ich einleitend hier in den Blogbeitrag geschrieben habe, ob wir uns alle bewusst sind, dass die Welt vor ihrem Beginn nur Theorie war. Wer das versteht, kriegt manchmal auch den Nobelpreis. Also vor Beginn
dieses Universums war alles nur Theorie. Es wird nämlich so ein bisschen überhaupt in der Welt und in der Wissen, ja, vor allem bei Menschen, die nicht mit der Wissenschaft in nähere Berührung kommen, die sagen, die reden halt gerne, es ist ja alles nur Theorie. Ja, vielleicht ist tatsächlich alles nur Theorie. Und das Wesentlichere ist vielleicht nur Theorie und das empirische Universum, was wir dann mit dieser Theorie erklären können, ist eigentlich nur eine sekundäre Erscheinung. Das Wesentlichere ist die Theorie selbst. Also müsste man, es gibt von dem Herrn Irenaeus Eibel-Eibelsfeld, der hat seine Lebenserinnerung unter den Titel gestellt, Grau, mein Freund, ist alle Theorie und grün blüht des Lebens, grüner Baum oder so ähnlich. Also vielleicht ist es genau umgekehrt. Ne? Das eigentliche Leben ist vielleicht tatsächlich Theorie. So, aber das ist ein philosophischer Gedanke, den ich mit dem Publikum, was hier gerade im Live-Chat zugange ist, wahrscheinlich nicht besonders weiterführend besprechen kann. Und damit weise ich nochmal mit großer Freude auf meine schönen Bücher hin, die ich hier stehen habe. Es sind alles drei ganz, ganz hervorragende Bücher. Und ich wünsche euch noch einen schönen Abend.